Der FUT Champions Cup in Barcelona, als ich dort den 8. Platz belegte. Das Elfmeterschießen in Berlin um die Teilnahme beim FWC. Qualifikation für den FUT Champions Cup in Barcelona. Ich hatte eigentlich vier beste Momente. Ich habe viermal die deutsche Meisterschaft geholt gegen die ganzen krassen Spieler aus Deutschland, deswegen war jedes gleich. Einzug ins VBL-Finale vor 2 Jahren. FIFA 16 deutscher Meister geworden. Der beste Moment war, glaube ich, der Moment, wo ich mich für das erste Offline-Turnier in FIFA 18 qualifiziert hatte in Barcelona für den FUT Champions Cup. Der Sieg im Februar letzten Jahres bei dem Turnier in Mainz, wo sie nach einem Spieler gesucht haben für die VBL. Der beste Moment ist auf jeden Fall der VBL-Sieg 2013. Der Sieg bei den Global Series Playoffs in Amsterdam. Da habe ich dann die WM-Qualifikation gewonnen und bin als Nummer 1 zur WM gereist. Wahrscheinlich der Zeitpunkt, also dem ich Schalke 04 Spieler bin. Das VBL-Finale letztes Jahr in Dortmund. Der vierte deutsche Meistertitel. Der Gewinn der VBL-Meisterschaft 2014. Das Erreichen des Finales bei den FUT Champions Playoffs. Der beste Moment war, wo ich einfach die deutsche Meisterschaft in FIFA 17 gewonnen habe.